Hallihallo, liebe Leute. Willkommen zu einer weiteren Runde Zombie Training Simulator. Dieses Spiel habe ich vor 4,5 Jahren schon einmal aufgenommen. Eventuell erinnert sich der ein oder andere. In diesem Spiel geht es darum, wer hätte es gedacht, ein paar Zombies umzubringen. Und dafür kann ich dieses Arsenal hier nutzen. Und der hat tatsächlich noch die Sachen gespeichert, die ich damals erreicht habe. Offenbar war das meine Lieblingswaffe. Ui, ist aber auch eine sehr schöne, ne? Da fehlen mir noch ein paar Kills für. Und ich glaube, jo, das erreiche ich ja bald. Wie cool. Dann gibt es hier noch ein paar Kanister. Ich kann es mal ihm zeigen. Das werfe ich dann auf die Zombies drauf und kann da drauf schießen, um es zur Explosion zu bringen. Und das da ist zum Anlocken. Kommt her, meine Kinder. Denn die versuchen, mich natürlich zu essen und zu töten, bevor ich sie töte. Ja, was nehme ich denn jetzt? 89, zählt das? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Doch! LOL! Kommt her, ich hab's gleich. Noch ein. 30.000, bitte! Ja, es geht! Oh, aber ich... What? Alles klar, das ist ein bisschen stärker als die normale Waffe. Peng, peng. Und die kann ich dann auch noch leicht verändern. Okay. Naja, lassen wir das so. Soll ich jetzt das nehmen? Das wirkt so komplett OP, aber ist ja egal. Hardcore-Switch, nein. Dann starte ich in die allererste Runde. Survival. Eine Geisterstadt, ein Wald, eine Brücke. Oh, eine riesige Stadt. Ich glaube, da war ich sehr gerne. Und das ist aber auch wohl ein bisschen stärker, ne? Ein bisschen schwieriger als der linke Kram. Dann starte ich mit der Geisterstadt. Oh, ah ja, okay. Global Rang. Von meinen Freunden, das spielt keiner, alles klar. Dann beginne ich mit dem ersten Kill. Terminate the Zombie to start. Okay. Natürlich beginnt das Ganze erst einmal sehr, sehr leicht. Aber glaub mir, später, weiß ich nicht, bei Welle 10 vielleicht, ey, das wird immer krasser. Was ist das denn da oben? Ui. Oh, hä? Was ist hier denn passiert? Wo kommt ihr denn alle? Ey, was macht ihr denn? Da ist Fleisch. Da ist aber Fleisch von dem Dach oder so runtergeplumpst. Das ist zumindest meine Erklärung. Ich weiß nicht, warum das da gerade war. Welle 2. 111 Zombies noch. Das ist eine gute Info. Ich! Bin ich gerade in Runde 2 gestorben? Wie kacke kann man denn spielen? Okay, dann gehe ich auf Nummer sicher und halte immer ein Steak in der Hand. Denn da kann ich das loswerfen, wenn ich merke, dass es gerade kritisch wird. Ich muss ja auch erstmal wieder reinkommen, ne? Ich habe vor allem auch schon seit Ewigkeiten keinen Shooter mehr in VR gespielt. Und das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, grundlegend anders als das Spielen eines Shooters am PC mit einer Maus. Boah, man muss halt auch echt alles im Blick haben. Wenn da mal einer, oh, oh, von links kommt, dann bin ich ganz schnell down. Kannst du mal aufhören? Hier eine Granate rein. Und ich glaube, die Items, die ich habe, die regenerieren sich auch, sobald ich in der nächsten Welle bin. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Nö, schau mal nicht. Oder ich hab's nicht gesehen, ich weiß es nicht. Oh, okay. Hier, Steak. Leckerer als ich. Was ist das denn so schwer? Ich meine, die Waffe ist definitiv gut. Ich bin nur einfach sehr schlecht. Boah, sind das süße Leute hier. Wie die auch krabbeln können, ey. Oh nein. In dem Moment, wo das Steak weggegessen ist, bin ich doch einfach nur gearscht. Ich werf mal schnell was rein. Das Blöde ist auch, wenn ich die jetzt wegsprenge, dann wird das Steak mit weggesprengt. Oh ja, habt ihr's gesehen? Da kam es gerade wieder. Dann sollte ich vielleicht mal mehr Items benutzen. Hier, könnt ihr auch weiter wegwerfen. Ich erinnere mich noch dran, wie ich das auch danach noch ein bisschen privat gespielt habe und in den nächsten Tagen einen richtig starken Muskelkater bekommen habe, wegen dieser ständigen Wurfbewegung. Weil man immer mal wieder was reinwirft. Oh, oh. Okay. Propangas. Hier. Hä? Was passiert hier? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin nicht lecker. Geh zum Steak. Oh. Ja, das ist ein toller Spaß. Welle 5, Leute. Uiuiuiui. Ich habe das Gefühl, die Performance hat sich minimal verschlechtert seit dem letzten Mal spielen. Keine Ahnung warum. Frag mich nicht. Aber es geht.
So, hier, nochmal ein Steg für euch. Und dann werfe ich mal eine Granate da rein, weil er das so gerne mögt. Und, wow! Ach, Fälle 6, gib mir den Steg. Den Steg. Was ist denn hier los? Könnt ihr weggehen? Was chillst du denn an mir dran? Geh zu dem Steak. Oh nein, 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 nein. Rang 1400. Ja, egal, ich gehe jetzt hier raus. Das war's. Ich gehe woanders hin. Ich mag die Karte nicht. 1000 Kills habe ich gemacht. Wow. Was gibt's denn hier noch? Also das war ja schon mal die allererste Waffe. Danach kam dann diese zweite Pistole noch dazu. Ja, ich weiß nicht. Kann man machen, ne? Die Shotgun hatte ich offenbar auch sehr lang. Und hier gab es sogar zwei davon. Vielleicht sollte ich wieder zu der Waffe wechseln. Damit scheine ich ja gut klarzukommen. Ich glaube, das mache ich. Und als nächstes gehe ich, weil man hat ja schon gemerkt, ich bin absoluter Profi, in die Expertenkarte. Ja, ach, fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen. 111.000. Achso, das sind meine Punkte. Rang 81. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Oh, hier gibt es so zwei Steaks. Das macht's deutlich schwieriger. Und hier gibt es dann auch zwischendurch mal kleine Special-Zombies. Irgendwie jemand, der Musik macht. Und dann laufen die Zombies erstmal nicht zu mir, sondern zu diesem musikalischen Zombie. Und ja, das ist dann eigentlich sogar eher ein Vorteil, würde ich sagen. Und ich weiß auch, ich merke gerade, warum ich diese Karte so gemocht habe. Ich brauche keine Angst haben. Ich sehe genau, was passiert. Da kann ich auf einmal irgendwie links einer kommen. Das ist entspannt. Wäre cool, wenn ich meinen Rekord brechen könnte. Lauf dahin, ihr Trottel. Oh nee, ich nehme lieber schon mal ein zweites Steak in die Hand. Ich glaube, das haben sie jetzt gleich aufgegessen. Oh ja, ist da eine Party. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Da kommen sie. Okay, Zeit für eine Granate. Viel Spaß damit, ihr Lutscher. Peng. Steak bitte. Danke. Welle 3. Hier, für euch. Es wäre schon gut, wenn ich noch irgendwie... LOL. In der anderen Hand auch eine Waffe hätte. Könnt ihr bitte mal weggehen? Was macht ihr hier schon? Ich habe ja auch... Ich habe einfach kein Steak mehr. Ich habe alles verschwendet. Könnt ihr weggehen? Bitte, 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 bitte. Nächste Welle, nächste Welle. Hier nochmal eine Explosion. Und dann, da nochmal. Ich lade nach. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich hab's. Welle 4. Was war das denn? Da! Den meinte ich. Der gute alte Musiker. Oh Mann, ey. Warum rennst du denn jetzt auf mich zu? Hör auf damit, was soll das? Hier mal eine Granate rein für euch. Hört auf, das Steak zu essen. Das gefällt mir gar nicht. Dann hier schon mal das andere Steak. Einfach als Backup. Und dann versuche ich euch alle in die Luft zu springen. Ich glaube, das ist immer ein guter Ansatz. Ja, super Versuch, Manuel. Oh, oh, ich bin tot. Das war's. Nee, das war's noch nicht. Oh nein, 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 nein. Ich bin sowas von down. Ich bin tot. Das habe ich zwar gerade schon mal gesagt, aber guckt euch an. Nee, die wollen zu dem Steak. Die wollen gar nicht zu mir. Was für Idioten. Ach, das kriege ich nicht mehr gerettet. Guckt euch. Ja, die waren ja schon in mir. 21.000er Score. Wie viel besser war ich denn früher? Was mache ich denn falsch in meinem Leben? Oh, das wirkt aber sehr stark. Dann nehme ich einfach die Waffe. Kann ich die auch verändern? Ah, kann ich sogar. Wie cool. Also, ich finde die Idee ganz cool. Vor allem auch in Blau. Aber es sieht halt echt schlecht aus. So einfarbig. Dann nehme ich das. Ja, gut. Und Start. Sie wirkt schon leicht stärker. Aber am Ende des Tages muss ich ja sowieso nur einmal den Kopf treffen, oder nicht? Also, da habe ich jetzt auch keinen großen Vorteil, wenn die Waffe mehr durchböllert. Glaube ich zumindest. Vielleicht verstehe ich da irgendwas falsch. Man weiß es nicht. Könntet ihr damit aufhören, jetzt schon so nah zu kommen? Ich glaube, ich muss wieder anfangen, das doofe Steak 10 Kilometer weiter wegzuwerfen. Ja, viel, viel besser. Und jetzt einfach nur noch davon abhalten, da ranzukommen. Aber auch, ja, es ist einfach leichter gesagt als getan. Nein, hört auf, geht weg, geht weg, geht weg. Ich habe noch ein Steak. Ich bin cool. Mann, nein, ihr könnt ja nicht den Hübschen umbringen. Oh, oh, lebe ich noch? Ja, Welle 3 war ganz einfach, wirklich sehr einfach. Wow, flieg! Das war sehr weit. Und das war genau der
Move mit der Hand, wodurch ich einen scheiß Muskelkater bekommen habe damals. Boah, sind da viele. Hört doch auf zu kommen. Woher kommt ihr denn überhaupt? Was ist das für eine Welt hier? Boah, das war ja einfach. Das weit wegwerfen hat gut geholfen. Wow! Flieg! Und Sieg! Was war das denn für ein Wurf? Das ist gar nicht gut, was ich hier gerade mache. Ich konzentriere mich zu sehr darauf, die Sachen da reinzuwerfen, anstatt einfach mal reinzuschießen. Ah, sie kommen jetzt. Das könnte schon gewesen sein. Ah nee, da war noch ein Steak in der Ecke. Ich verliere halt so die Übersicht. Hört auf, das zu essen. Das ist mein Schutz. Boah, es läuft ja richtig gut. Und was kommt denn da schon wieder alles an? Die kommen nicht mal zum Steak, so gut bin ich. Was? Was war das denn? Hä? Geht die Sonne unter? Was passiert hier? Da bekomme ich aber Angst. Einfach ein Tagesrhythmus hier oder was? Ich weiß es nicht. Oh nein. Geht mir weg. Hier. Nehmt das Steak und die leckere Granate. Ja toll, jetzt habe ich mich ja selber outplayed. Das ist blöd, das ist sehr blöd. Hier, nehmt das. Kommt mal alle her. Ich warte ein bisschen. Da ist doch... Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben, bevor ich nicht jedes doofe Item benutzt habe. Komm, 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 komm. Das war's. Welle 7. Hier. Fress das. Sie kommen jetzt schon. Oh, 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 oh. Schön nach da hinten. Ich kann aber auch gar nicht so weit werfen. Das ist echt schwierig. Wollt ihr jetzt schon zu mir oder ist da noch ein Steak? Ist da noch irgendwas zum... Ich wollte es gerade anschießen. Ich war gerade dabei. Ey, ohne Mist, irgendwie eine halbe Sekunde später. Und ich hätte es geschafft. 77.000... 561. Och, Manometer, ey, Mann. Oh, oh, was? Ich kann einstellen, bei welcher Welle ich starten? Ja, dann gehe ich mal in Welle 10. Das wird ja ein Spaß. Hier, nimm das. Und das. Der Charakter ist super schwach irgendwie. Das bin natürlich nicht ich. Ich bin sehr stark. Ich kann die Granate nicht so weit reinwerfen, wie ich das gerne hätte. Und so schwer ist eine Granate jetzt auch nicht, dass es nicht gehen würde. Hier, nimm das. Und dann das. Und dann noch gerne das. Ich hab da gerade ein Steak. Was war das denn jetzt? Oh, ich hab's da oben drauf gelegt. Hä, ist das ein Cheat? Also irgendwie, die Hälfte will da hin. Die andere Hälfte aber auch irgendwie nicht. Was genau wird das hier eigentlich? Warum machen wir zusammen eine Party? Wir wollen alle zu dem verkackten Steak, was nicht mehr lange halten wird. Das war richtig schlecht. Ich habe nichts mehr, das war's. Nur noch hier das Radio. Das Steak haben sie schon weggegessen. Und tschüss. Einfach nur tschüss. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ihr Kriminierschweine! Oh nein, sie wollen mich. Aber irgendwie auch nicht. Ja, verdammt. Boah, ist das schwer. Junge, Junge. Okay. Dann bewertet den Part, schaut noch in die Videobeschreibung, da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.